danken Gott und begrüßen herzlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen aus der ganzen Welt. Ich heiße Numovi Doji Paul. Letztes Mal haben wir von Glauben gesprochen und wir machen weiter. Ich bin Leiter eines Gebetszentrums in Kpove. Das liegt in Noche. Das ist in Togo. Wir sind auf dem Weg des Glaubens. Und im Evangelium hat man davon gesprochen. Und wir haben viele, viele Vorteile, viele Interesse. Und erstens haben wir gesagt, jemanden, der keinen Glauben hat, glaubt nicht an Gott. Und er weiß, für ihn gibt es kein ewiges Leben, kein Verständnis. Er weiß nicht, Gott kann alles machen. Aber jemanden, der an Gott glaubt, weiß, dass wir das ewige Leben hat und die Verständnis. Er weiß doch, dass Gott alles machen kann. Ich möchte Ihnen sagen, in Evangelium, ja, in diesem Evangelium, Johannes Kapitel 11, 40, es steht geschrieben, Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Jesus hat ihr gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Was passiert? Es gibt eine Familie. In dieser Familie spricht die Bibel nicht von den Eltern. Aber die Bibel haben von Martha, Maria und Lazarus gesprochen. Jesus Christus besucht sie. Und was passiert? Das war in Bethania. Lazarus war krank. Und man hat Jesus gerufen. Aber Jesus ist nicht gekommen. Lazarus war gestorben. Und man hat Lazarus begraben. Und was passiert? Als Jesus da war, alle Bewohner, sogar Martha weinte. Jesus hat ihnen gesagt, Lazarus war nicht gestorben. Lazarus hat gesagt, ich weiß doch, Jesus hat gesagt, ich weiß, aber ich spreche nicht von dem jüngsten Gericht, aber von jetzt nun an. Und Jesus hat gefragt, wo man Lazarus begraben wurde. Man hat Jesus Christus dort gebracht. Jesus Christus sagte, öffne bitte das Grab. Als man das Grab geöffnet wurde, Lazarus ist aufgestanden. Jesus hat gesagt, wenn Sie an Gott glauben, wollen Sie die Ehrlichkeit Gottes sehen. Sie wissen, dass Gott ist da. Es gibt viele Leute, die nicht an Gott glauben und in der schwierigen Situationen glauben nicht an Gott. In alle schwierigen Situationen kann Gott in sie retten. Wenn sie daran glauben, Gott kann eine richtige Lösung für sie finden. Gott segne euch.
Vielen Dank und tschüss.